Hallo Freunde, hier ist Frank, ein Hesse Autor. Wir sind jetzt hier in Straßburg. Auch wieder sehr schöne Fachwerkhäuser. Dieses Gebäude wurde erbaut zwischen 1857 und 1861, ursprünglich für Luxuswohnungen. Da das Militär das Gebäude dann aber mietete, waren sie dort 9 Jahre untergebracht. Danach zogen dann die Post und städtische Ämter hier ein. Dieser Teil des Hauses stammt aus dem 14. Jahrhundert und der andere Teil aus dem 16. Jahrhundert und es gehörte auch mit zum Münster. Und hinter dieser Gittertüre befindet sich ein Paradiesgärtchen, das medizinische Kräuter enthält. Ein Wahnsinnsbau. Das Schloss. Das wurde 1731 bis 1742 im Auftrag des Kardinals Amand Gaston Maximilian de Rohan-Soubise vom Architekten Joseph Massol 1706 bis 1771 nach einer Bauvorlage von Robert de Coude an der Stelle errichtet, auf der sich zuvor die ehemalige Bischofsresidenz der Erzbischöfe von Straßburg erhoben hatte. Das sogenannte Palladium, erbaut ab 1262. Der neue Palast diente den vier von 1704 bis 1803 aufeinanderfolgenden Fürstbischöfen und Kardinälen aus der Familie Rohan als Stadtresidenz, während das Schloss Mutzig und das Schloss Saverne fürstbischöfliche Landsitze waren. 1744 hielt sich Ludwig der 15. im Palast auf. 1770 Marie Antoinette auf ihren Brautzug von Wien nach Versailles. 1805, 1806 und 1809 hielt sich Napoleon Bonaparte im Palast auf und ließ einige Räume nach seinem Geschmack und jenen seiner Frau Josephine de
Beauharnais umgestalten. 1810 verbrachte seine zukünftige zweite Frau Marie-Louise von Österreich ihre erste Nacht auf französischem Boden in dem Palast. 1828 hielt sich dort auch König Charles X. auf. 1872 bis 1898 diente der Palast bis zur Er- und Einrichtung der neuen Kaiser-Wilhelms-Universität als Hauptgebäude der nunmehr kaiserlich-deutschen Universität Straßburg. Ab 1898 und im Zuge der Neuherstellung der im Deutsch-Französischen Krieg vollständig vernichteten Kunstsammlung der Stadt wurde der Palast zum Sitz der nunmehr kaiserlichen Museen Straßburgs. Wunderbares Fachwerkhaus. Und auch hier sind die Störche wieder zu sehen. Hier findet gerade eine größere Demonstration statt. Nein, das ist ein Lauf. Ach so, ein Lauf. Weil das Sie gestartet haben, sind wir gerade so vorbei. Mit diesem Schiff machen wir jetzt mal eine kurze Rundfahrt von ca. 30 Minuten. Das war der Schlachthof. Und heute ist da das Museum, das historische Museum drin. Die Brücke der Hinrichtungen. Das war der Fischmarkt. Das Elsässische Museum. Die St. Niklaskirche. In dieser Kirche predigte auch Albert Schweitzer.
Das Gymnasium. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die St. Thomas-Kirche. Die Gewürzmühle. Die leckeren Gewürze für das Weihnachtsgebäck. Das malerischeste Örtchen Straßburgs. Hier werden wir erstmal um 1,80 Meter geschleust und gleich geht die Fahrt wieder weiter. Jetzt kann die Fahrt wieder fortgesetzt werden. Das Haus von Johann Wolfgang von Goethe.
das alte Wehr. Der Händlerturm, der auch als Gefängnis diente, für Galeeren, Sträflinge. Das Bahnhofsviertel. Der Justizpalast und die Jung-Sankt-Peter-Kirche. Ihre mächtige Kuppel ist die größte in ganz Elsass. Das Tommy Ungerer.
Haus. Hier stehen jetzt Häuser aus allen Architekturepochen. Wunderschön anzusehen, auch schön bunt teilweise. Das Gallia-Gebäude. Die Paulskirche. Ein gotischer Bau. Wir sind jetzt in der Neustadt. Dieser Stadtteil ist jetzt circa 150 Jahre alt. Hier befindet sich das Sendehaus Arte. Und vor uns das Europaparlament. Das war der ursprüngliche Europapalast.
Er wird mit einer gläsernen Brücke mit dem neuen Palast verbunden. Der Palast der Menschenrechte. Dieses Viertel entstand für sozial benachteiligte Familien. Was auch heute noch so ist. Dieser Bau stammt aus 1935. Die Liebfrauenkirche. Der Rouen-Palast. Hiermit endet jetzt der zweite Teil von Straßburg. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.